Jungs, ich glaube, oh, ich muss erst ganz kurz eine Musik anmachen. Ey Leute, es ist soweit. Es ist soweit. Ich habe gerade von Normalo eine WhatsApp bekommen. Ich wollte heute eigentlich einen Omel-Stream machen, aber es ist was etwas rausgekommen, womit ich nie, also womit viele nicht gerechnet haben. Ich habe schon, also wer meine Livestream schaut, weiß es natürlich schon. Es war relativ sicher, dass der rauskommt oder dass allgemein dieses DLC Pack rauskommt. Aber es ist soweit, Leute. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, Alter. Es ist soweit, Leute. Es ist soweit. Epic Games will reich werden. Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Sie bringen meiner Meinung nach das beliebteste DLC Pack überhaupt in den Rocket League Item Shop. Es ist soweit. Rocket League Fast and Furious Bundle kommt in den Item Shop. Erstmal liebe Grüße gehen raus an Marco, Leute. Jetzt ist es ganz wichtig, Leute. Wir werden natürlich am 17., werden die rauskommen. Wir schauen uns gleich zusammen noch den Trailer an. Tragt super gerne jetzt schon mal den Creator-Code ClashDogsYT aus ein. Würde mich sehr, sehr, sehr doll freuen. Macht es super gerne. Lasst auch ein Abo da. Ich mache mir extrem viel Mühe. Ich habe heute schon zweimal gestreamt und jetzt kommt trotzdem noch extra ein Video für euch, dass ihr direkt auf dem neuesten Stand seid, Leute. Es ist ganz, ganz, ganz wichtig. Lasst wirklich ein Abo da. Lasst ein Like auf dem Video da und schreibt gerne rein, welcher Fast and Furious Teil euer Lieblings ist. Bei mir ist es Tokyo Drift. Fahr ich extrem. Schreibt es gerne rein, was bei euch der Lieblings ist und auch gleich, welches euer Lieblingsauto von den drei sein wird, die in das Bundle reinkommen. Ganz wichtig, es gibt bis jetzt, ich switch ganz kurz die Szene, es gibt bis jetzt nur ein Trailer. Es gibt dazu noch keine Internetseite, keine offizielle. Es gibt nur noch die alte. Halt, man sieht halt, es gibt halt wieder den Dodge und halt den Nissan Skyline, worauf ich extrem, extrem Bock habe. Es wird ein 3K-Bundle sein, wie es hier steht. Und ab dem June 17, also in 7 Tagen, genau in einer Woche, nächste Woche Donnerstag, dann rausgeballert. Man sieht es hier, also, you will have a queue, gather your squad, leave the busters at home with the Fast and Furious 3K-Bundle. Also kurz übersetzt, es gibt halt, ach komm, scheiß drauf, es gibt einfach die drei neuen Autos halt von Fast and Furious. Das Ganze wird natürlich wieder in Kooperation sein mit dem neuen Fast and Furious Teil, der jetzt bald rauskommt. Ganz, ganz wichtig, Leute. Also es wird natürlich, wie halt jetzt auch bei Formel 1, wie bei NASCAR, wieder zu einem Special Event das Ganze geben. Viele haben gemunkelt, viele waren sich extrem sicher, dass es den gibt. Ich glaube gerade die ganzen Leute, die jetzt schon den Nissan Skyline und so sich gekauft haben, damals für 1 Euro oder für 1,99 Dollar im Shop, ist es, oh, also ich sage euch ehrlich, ich würde, oh, ihr tut mir ein bisschen leid, Leute, ihr tut mir ein bisschen leid. Das ist, scheiße, Mann. Also ich bin ein bisschen Mitleid für die, in den Kommentaren haben, weil das war so ein seltenes Auto, Leute, wirklich. Wer den hatte, war gefühlt extrem, extrem krass. Das wäre, als wenn Fortnite den OG Skull Trooper oder so nochmal reingebracht hätte. Ich finde es ein bisschen schade, aber für mich freut es natürlich. Auch wenn es natürlich wieder, denke ich mal, 20 Euro kosten wird. Das ist jetzt hier im Trailer auch nicht. Das steht jetzt hier, glaube ich, auch nicht drin. Wenn ihr da was genaueres wisst, schaut auf jeden Fall. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ganz, ganz wichtig. Ich denke, der Drop wird genauso sein wie in allen anderen. Also wieder 18 Uhr, glaube ich, war das? 18 Uhr war das, oder? Ich glaube schon. Schreibt es gerne rein, wenn es anders war. Ich glaube ab 18 Uhr. Für alle anderen, die 17 Uhr wieder sagen, Leute, vergisst das. Hier kriegt ihr die genauesten Infos. Wird es relativ sicher 18 Uhr sein. Ich werde auch einen Stream machen, deswegen schaltet auch auf jeden Fall ein. Aber ich will jetzt nicht zu lange drumherum quatschen. Ich würde sagen, Leute, was wir jetzt machen. Wir machen ganz kurz die Musik aus. Und ziehen uns zusammen den Trailer rein. Das Ganze ist jetzt hier auch uncut, dass ich so schnell wie möglich für euch hochladen kann. Nehmt mir das nicht übel, Leute. Ich würde sagen, wir ziehen uns erstmal, wie immer, den Trailer zusammen rein, ohne dass ich irgendwas stoppe. Und danach schauen wir uns das ganze Ding nochmal im Detail an. Ich mache mal ganz kurz hier die ganzen Dinger weg, dass man halt wirklich auch nur, dass man auch nur das Video sieht. Und ich würde sagen, wir gehen rein und let's go. Okay, Leute, man muss sagen, der Trailer ist dieses Mal ein bisschen kürzer gehalten. Nicht so viele Special Effects, nicht so viele krasse Effekte. Einfach kurz und schlicht gehalten. Aber ich glaube, man sieht alles, was man sehen kann.
Erstmal, also wir haben jetzt hier die drei Autos, natürlich der Nissan, dann hier der Dodge heißt der, glaube ich, genau, der Furious Dodge und hier der Nissan Skyline und dann gibt es noch den Pion. Boah, Jungs, also wirklich, also seid mir nicht böse, wenn ich es nicht richtig ausspreche. Von, ja, ihr wisst, was ich meine, das hier auf jeden Fall, das ist der hier in der Mitte. Und zwar, ich glaube, wir sehen es jetzt hier schon beim Trailer. Das kam ja schon Ende letzt irgendwie im Dezember und Oktober, ich weiß nicht genau, welches Jahr das war, kam ja hier schon der Dodge und der Nissan Skyline in den Shop. Die sehen wir jetzt hier beide auch im Flugzeug hier hinten extrem geil gemacht mit dem Ball. Hier sehen wir den Dodge. Ich finde das so ein geiles, auch so ein geiles Auto. Ich bin mir echt selber noch nicht sicher, wenn ich mir das hole. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es holt und dann auch noch welches ihr euch davon holt. Also welches von den drei Autos. Hier sehen wir den Dodge. Das sieht schon geil aus mit der Flugzeugklappe, die sich öffnet. Der Dodge und der Skyline sind beide drin, weil die gab es beide schon mal erwerblich im Shop, damals halt für 1,99 $. Man hat quasi, das müsst ihr euch mal vorstellen, für ein Dings 1 Euro bezahlt. Das war ein geisteskranker Preis. Jetzt bezahlst du, lass mich kurz hochrechnen, 6,66 € für 1 Euro, für ein Auto. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass es wieder 2.000 Credits kosten wird. Wird halt am 17. Mai um 18 Uhr in den Shop released. Was ich aber dieses Mal geil finde, wenn sie es genauso machen wie beim letzten Mal, kann man da alle Lackierungen, alle Räder, alle Antennen, alle Daraufsätze, alles draufballern. Das ist ein bisschen geiler, meiner Meinung nach. Weil das fand ich immer ein bisschen schade, dass man, klar, die müssen das halt wegen den Lizenzen und so, den Formel-1-Wagen, den McLaren, alles so original wie möglich lassen. Dass die da halt nicht rumheulen. Aber das geht halt bei dem Nissan Skyline, was ich extrem, extrem sick finde und worüber ich mich extrem freue. Dann so ein Lösungsmittel oder so darauf zu zocken, da sehe ich mich drin, leider. So, Leute, wie gesagt, also hier im Flugzeug ist jetzt der Dodge und der Nissan Skyline, weil die beiden gab es schon mal im Shop. Und jetzt so quasi als Zusatz gibt es hier den neuen, ihr wisst, wie er heißt, ich kann es nicht aussprechen, ist hier der neue oben drauf. Bin ich ehrlich, ist zwar ganz cool so. Ich kann mir vorstellen, dass es viele den extrem fühlen. Auch hier, Bruder, mit diesem Boost-Ding hier oben drauf, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es extrem geil aussieht. Ich finde, der hat was. Aber ich denke nicht, dass der von so vielen gezockt wird. Ich glaube, die meisten werden halt den Skyline oder den Dodge hier zocken. Ich finde den, aber der hat auch was. Ich kann mir da, das, vielleicht sehe ich mich da auch. Wir müssen schauen, wie sich die auch spielen lassen. Ich denke mal, dass die auch alle wieder. Ich weiß nicht, schreib gerne mal die Hitbox in die Kommentare. Das weiß ich nämlich wirklich nicht. Das Problem ist, man sieht's. Ich glaube, das müsste Dominos sein. Bis zum Stream werde ich es dann auf jeden Fall wissen. Deswegen umso wichtiger, schreibt es in die Kommentare. Was ich hier schade finde, sonst hatten sie es ja immer so gemacht, dass die Hälfte quasi so einen geilen Trailer mit kranken Animationen hatten und die andere Hälfte, oder die haben es immer so gemixt mit geilen Trailer und dann ein bisschen Ingame davon zeigen. Das heißt, man sieht das Auto nochmal richtig, wie es Ingame aussieht. Klar, man kennt das jetzt schon vom Skyline und vom Dodge, aber von dem anderen Auto kennt man es jetzt noch nicht. Das hätte mich sehr interessiert, wie es aussieht. Boah, Leute, das mit dem Boost hier, warte, ich muss nochmal zurückspulen. Ah, doch, Leute, das hat schon was, das hat schon was, das hat schon was. Doch, fühle ich sehr, sehr doll, fühle ich sehr, sehr doll. Schreibt gerne auch eure Meinung zu dem Trailer in die Kommentare. Ja, ich muss sagen, zu dem Vergleich jetzt zum Beispiel mit dem Lambo oder auch mit dem McLaren, war es schon. Ich sage euch ehrlich, da fand ich die anderen schon ein bisschen cooler. Aber ich bin mit Abstand am meisten gehypt auf den Fast and Furious. Ich habe ja auch allen gesagt, Leute, wenn ihr noch genug Credits habt, spart lieber eure Credits auf für den Fast and Furious. Wenn ihr euch jetzt noch keine geholt habt, macht es auf jeden Fall. Also ich glaube, Leute, Fast and Furious, 2000 Credits, ist halt eine Menge Geld, sind halt 20 Euro circa. Ich glaube 16 Euro oder so im Itemshop insgesamt. Aber es lohnt sich, glaube ich. Wenn ihr die übrig habt, ich glaube, also ich werde es mir 100% holen im Stream. Und wenn ihr euch sie holt, tragt am besten jetzt schon den Creator-Code ClashDocsYT ein, Leute. Ist kostenlos und ihr supportet mich damit mega. Und ja, Leute, ich würde sagen, das war es eigentlich jetzt schon fast wieder mit dem Video. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Es tut mir leid, Marco, Bruder. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dass ihr keine geilen Sachen mehr verpasst. Wir sind kurz vor den 5000 Abos. Vielleicht schaffen wir die noch. Und ich würde sagen, Leute, haut rein und ciao. Ciao.